Hallo ihr zwei, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Wir sind hier im Supermarkt und es geht los zu unserer großen Challenge. Wir haben vorbereitet eine Einkaufsliste. Ja. Und wie lautet die Challenge, Christina? Tobi, ich wette, dass du es nicht schaffst, 10 Produkte schneller einzukaufen als ich. Okay. Und damit wir eine Zeit haben, werde ich jetzt anfangen, okay? Du legst vor, du kaufst die 10 Produkte als allererstes ein und ich muss dann nach Möglichkeit schneller sein. Ich schaff das, locker flockig, okay. Ich sag, du schaffst das nicht. Was steht denn alles auf der Einkaufsliste drauf? Das wird nicht verraten, das ist noch geheim. Ich habe hier alles aufgeschrieben. Also, okay. Bist du bereit, Christina? Können wir loslegen? Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, top, die Wette geht. Also, einen einzelnen Apfel, Ravioli. Toll, Ravioli-Dose. Ich sehe Linsensuppe, Eintopf, Nudeln, Ravioli. Ich hab sie. Ganz vorsichtig rausholen und wieder zurück zu meinem Einkaufswagen. An der Verkäuferin vorbei und zack. Muss ich mit dem Wagen rumrennen? Nö, wurde nicht gesagt. Also, oh, vielen lieben Dank. Nein, musst du nicht. Es ist nur wichtig, dass die Artikel im Wagen landen. Du musst die nicht mitnehmen. Okay, super. Was habe ich auch? Das kann aber ein bisschen schneller gehen, Christina. Entschuldigung. Deshalb gehe ich nicht einkaufen. Deshalb schreibe ich die Liste und schicke meinen Mann einkaufen. Oder ich bitte ihn. Entschuldigung, Sie sind im Weg. Käse und Katzen. Vielleicht haben die ja gar keinen Käse. Nee, zu weit. Käse ist da drüben. Oh, jetzt kriegt sie Hilfe von einem anderen Kunden, der ihr gesagt hat, wo sie den Käse findet. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Das war natürlich eigentlich eine unerlaubte Hilfestellung, aber nun gut. Das zählt jetzt, oder? Ja, das zählt schon. Nicht so, jetzt müsste ich alles haben. Ich hoffe, ich überprüfe nochmal auf dem Weg zur Kasse. Wo ist die Kasse? Hier ist die Kasse und ich bin da. Sechs Minuten, das kam mir vor wie eine Ewigkeit. 6 Minuten korrekt erfüllt, alle 10 Artikel sind eingekauft. Ja. Das ist die Vorgabe. Tobi, ich wette, dass du es nicht schaffst, 10 Produkte schneller als ich einzukaufen. Ich habe für meinen Einkauf 6 Minuten gebraucht. Lahme Ente. So, her mit der Einkaufsliste, es geht los. Apfel, Packung Kaffee, Zahnbürste, Tafel Schokolade, Packung Käse, Dose Ravioli, Flasche Wasser. Tageszeitung, Kaugummis und Katzenfutter. Wir nehmen doch bitte den leeren Wagen, oder? Schade, ich wäre so schnell gewesen. Käse. Guck mal, 2 habe ich schon, wenn das so weitergeht. Hier. Ja, komm, die guten, die pikanten. Schokolade. Ist immer an der Seite. Oh, er hat die Schokolade entdeckt. Ein schneller Sprint. Katzenfutter. Leute, ich habe einen Hund. Was ist das denn? Tageszeitung. Ich habe noch nie eine Tageszeitung im Supermarkt gekauft. Oh, jetzt ist er vorbei an den Tageszeitungen. Wasser ist da. Kaugummis. Wissen Sie, wo Kaugummis sind? Ah, direkt an der Kasse. Komm, hier. Kaffee habe ich nicht. Ich hab keinen Kaffee. Er hat keinen Kaffee, genau das ist es doch. Das muss man aber auch zu seiner Verteidigung sagen, Tobi trinkt gar keinen Kaffee. Kaffee! Schieb doch schon den Wagen an die Kasse, das mach ich nicht. Ein schneller Sprint zur Kasse und dann wird abgeschlagen und dann werfen wir einen Blick auf die Zeit, das alles Entscheidende. 4 Minuten 30? 4 Minuten 30 und damit sage und schreibe 1,5 Minuten schneller als Christina. Der Sieger ist eindeutig, es ist Tobi. Also 4 Minuten 30, du hast meine 6 Minuten getoppt. Tobi, du hast die Radio Teddy Challenge gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, aber ich muss sagen, wenn ich nach jedem Einkauf so aus der Puste wäre, könnte ich mit den Kindern nachmittags nichts mehr anfangen. Oder die Kinder mit mir. Rate mal, wer jetzt die Einkaufskörbe wegschiebt. Ich für Zucker oder für... Du bist doch jetzt so schnell im Einkaufen. Das heißt, du kannst Zukunft für mich meine Einkäufe erledigen?